Die Wiener Pensionistenwohnhäuser, auch Häuser zum Leben genannt, sind der größte Anbieter für betreutes Wohnen in Österreich. Bei uns werden fast 10.000 Bewohnerinnen und 20.000 Clubbesucherinnen betreut, gepflegt, versorgt, und es arbeiten dafür um die 5.000 Mitarbeiter und MitarbeiterInnen. Das heißt, es kommt dann schon vor, dass das Thema sexuelle Belästigung für Unsicherheit oder Unklarheit bei Mitarbeiterinnen und Führungskräften führt. Daher haben wir uns entschlossen, eine Kampagne, eine große nachhaltige Kampagne zu starten unter dem Motto Hashtag Es reicht. Wir haben zuerst zwei Videos produziert und also konzipiert und mit den Mitarbeiterinnen gestaltet. Also Mitarbeiterinnen haben dabei mitgewirkt. Es gab einerseits die Täterinnen-Sicht als auch die Opfersicht in den Videos. Und diese Statements gingen wirklich unter die Haut und haben ein sehr großes Interesse auch hervorgerufen für dieses Thema. Es geht bei diesem Thema sehr darum, eine gesunde Arbeitsatmosphäre zu schaffen. In einem angenehmen Arbeitsklima kann ich eine gute Arbeit leisten und das wirkt sich wieder positiv auf die Arbeit für unsere Bewohnerinnen und Clubbesucherinnen aus. Außerdem rückt durch diese Kampagne die Haltung, die ganz klare Haltung der Häuser zum Leben in den Fokus. Sexuelle Belästigung wird bei uns nicht geduldet. Das Tageszentrum Obdacht Josi existiert schon seit circa 30 Jahren, genau genommen seit 1989. Man kann in der Josi Notessen bekommen, man kann kochen, auch zum Thema Hygiene, man kann Wäsche waschen, man kann duschen und es gibt sozialarbeiterische Beratung. Die Idee des Projektes Josi macht gesund war bestehende Kooperationen, die teilweise seit langen Jahren schon passieren, zu intensivieren und auszubauen und auch neue Angebote anzubieten bzw. auch zu entwickeln. Ganz konkret bieten wir an psychotherapeutische Betreuung, wir bieten psychiatrische Betreuung über den PSD, psychosoziale Dienste. Wir bieten eine allgemeinmedizinische Betreuung über das neuen Hausärztinnen-Team und den Luise-Bus. Und zwei Initiativen möchte ich noch explizit ansprechen. Das eine ist eine Kooperation mit der Suchthilfe Wien. Und das zweite, ein besonderes Herzensanliegen, ist eine Kooperation mit der WPB, mit der mobilen Hauskrankenpflege, der Wiener Pflege- und Betreuungsdienste, die Josie Nurse. Die Ideengeberinnen und Ideengeber für die Zukunft von Josie macht gesund werden die Nutzerinnen und Nutzer der Einrichtung sein. Und es wird unsere Aufgabe zu sein, diese Ideen aufzunehmen und in Kooperation mit unseren fantastischen Basismitarbeiterinnen und in unserer Führungsriege bestmöglich umzusetzen. Der Wiener Gesundheitsfonds hat gemeinsam mit der österreichischen Gesundheitskasse, mit der Sozialversicherung der Selbstständigen, der Versicherungsanstalt öffentlicher Bediensteten, Eisenbahnen und Bergbau das Projekt Patientinnenpartizipation im Diabeteszentrum initiiert. Wir haben uns auch als Umsetzungspartner die Gesundheit Österreich GmbH ins Boot geholt und gemeinsam mit Menschen mit Diabetes mellitus sowie zukünftigen Mitarbeiterinnen des Diabeteszentrums entwickeln wir dieses Projekt. Uns ist es wichtig, Angebote zu schaffen, die den Bedürfnissen der Patienten entsprechen und wir wollen sie zielgerichtet in eine gute Versorgung bringen. Es ist uns im Projekt sehr wichtig, Menschen mit Migrationshintergrund sowie sozial benachteiligte Menschen mit ins Projekt zu nehmen. Wir wollen vor allem auch ihre Bedürfnisse berücksichtigen und haben hierzu spezielle Fokusgruppen mehrsprachig durchgeführt. Das Diabeteszentrum Wienerberg befindet sich derzeit im Umbau und es ist geplant, die Einrichtung Anfang 2023 fertigzustellen und ab dann wollen wir Beteiligungsmaßnahmen im Diabeteszentrum implementieren. Wir wollen sie aktiv leben und weiterentwickeln und uns ist es wichtig, dass Patientinnen und Patienten gehört werden und mit den zukünftigen Mitarbeiterinnen des Diabeteszentrums auf einer Augenhöhe arbeiten, von ihnen gehört und gesehen werden.
Ich heiße Vicky Plangl und ich unterrichte in einer neuen Mittelschule im 15. Gemeindebezirk. Die Idee von diesem Projekt entstand, nachdem wir zwei Lehrerinnen gemeinsam mit den Schülerinnen einen Lehrgang vom WIC besucht haben, und zwar den Lehrgang zum Jugendgesundheitscoach. Da war es eben gedacht, dass die zwei Schülerinnen, die drei Säulen der schulischen Gesundheitsförderung bzw. Gesunde Ernährung, Bewegung und gesundes Denken und Fühlen auch ihre Mitschüler beibringen. Natürlich mit unserer Unterstützung. Es war auch das Thema sehr interessant, weil eigentlich es ist etwas, was wir als Erwachsene nicht gelernt haben, gesund zu leben, auf unsere Resilienz zu schauen. Und wir haben ein Thema gehabt, wo wir eigentlich nicht für die Schule lernen oder für eine Note, sondern auch für uns selbst, für das Leben. Es war auch ganz wichtig, glaube ich, auch für die neue Zeit, die wir jetzt erleben, das ist die Zeit der Digitalisierung, weil wir das auch als einen Ausgleich gesehen haben oder als eine Ergänzung zu dieser neuen Zeit. Weil man kann auch digital gesund bleiben, wenn man auch auf das Wichtigste fokussiert, auf unsere Bedürfnisse fokussieren können und auch uns selbst nicht vergessen können. Ja? Und ich glaube, das ist etwas, was in der Schule auch als Bildungsziel ganz wichtig ist.